Somit willkommen zu Jurassic World Evolution, dem Simulationsspiel, Park-Simulationsspiel zum aktuellen Kino bzw. DVD Jurassic World The Fallen Kingdom, zu Deutsch das gefallene Königreich. Ich bin riesengroßer Fan von Dinosauriern und natürlich auch Jurassic World Park. Und ich habe das Spiel schon ziemlich gespielt, möchte es aber mit euch auch streamen. Und dazu fangen wir an, eine neue Kampagne. Ja. Bestehende automatische Speicherstelle beschrieben. Ja. Okay, es ist... Ah, hallo. Willkommen. Ich bin Dr. Ian Malcolm. Sie haben vielleicht schon von mir gehört, oder zumindest sollten Sie von mir gehört haben. Jetzt, da Sie hier sind. Vor Ihnen befinden sich die Inseln, die Sie verwalten sollen. Falls Sie das können. Die 5 Tode. Wären es bloß 5 geblieben. Gut, das wurde erklärt. Okay, dieser Ort ist so gut wie jeder andere. Isla Matanceros. Relativ stabil. Ja, hier können Sie erste Erfahrungen sammeln. Und das sollten Sie auch, denn in den kalten Gewässern lauern große, wütende und hungrige Dinge. Und Sie sollten vorbereitet sein, bevor Sie sich dort hineinwagen. Okay, gut. Also, ich bin Cabot Finch, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Krisenmanagement und hier, um zu helfen. Beginnen Sie, indem Sie ein Hammond-Entwicklungslabor errichten. Wir haben bereits ein Gehege für Sie in Angriff genommen. Sie sollten es einfach an die Seite anbauen. Aber Vorsicht vor den Dinos! Scherz, aber trotzdem Vorsicht. Gut, um auch noch kurz ein paar Worte zu verlieren, denn man wird hier im Anfangs-Tutorial ziemlich an der Hand genommen, was auch nicht schlimm ist. Es ist also eine Parksimulation. Wenn wir hier auf... Ja, ich kann noch gar nicht. Es geht darum, man muss nicht einen, sondern 5 Jurassic World Parks errichten. Das sind die 5 Inseln des Todes. Isla Matanceros, Isla Pena, Isla Sorna, Isla Nubla und wie sie alle heißen, die fiktiven. Und wir fangen jetzt erstmal an. Wir sollen also ein Hammond-Entwicklungslabor bauen, wo die Dinosaurier ausgebrütet werden. Gut, man kann hier die üblichen, ich bin nicht so bewandert mit Simulationsspielen, außer Siedler und so bin ich nicht so. Aber gut, wir können das hier bewegen. Man muss darauf achten, dass man im Bereich des Stromes ist, nicht verbautes Gelände hat und den Weg. Aber den kann man nachher noch machen. Das Gelände, den Zaun haben wir schon. Wir können hier mit XY auch noch drehen, beziehungsweise so könnte man. Es ist natürlich üblich, dass das Grüne, wo die Saurier rauskommt, im Gehege ist und das Verwaltungstrakt innen, außen im Park ist. Gut, Baukosten, wir haben genügend Kohle momentan. Los geht's! Konzentrieren wir uns auf den Grund Ihrer Anwesenheit. Eine zukünftige Dinosaurieranlage auf den Inseln, die auf Spanisch Las Cinco Muertes, die 5 Tode, heißen. Ich finde es sehr schön, wie das hier animiert ist. Wirklich schön. Logischerweise muss es an das bereits bestehende Wege- und Stromnetz angeschlossen werden. Also, ihr seht, wir müssen den Weg verbinden, das geht hier so.
Ja, man muss zuerst nur einen Weg. Man kann auch, wenn man bestehendes hat, dann ersetzen. Haben wir noch nicht. Gut, das heißt, hier seht ihr, die Linie zeigt immer an, wohin wir können. Theoretisch noch überall. Aber wir fangen hier an und man kann dann auch mit Leerstaste geraden Weg oder krummen. Aber wir nehmen geraden Weg. Gut. Jetzt kommt die wahre Prüfung. Das Ausbrüten eines Dinosauriers. Sie beginnen mit einem Struthiomimus. Wählen Sie das Entwicklungslabor aus und entscheiden Sie sich für eine Brutstätte. Es sind genug Genomdaten für Ihren ersten lebensfähigen Dinosaurier vorhanden. Also ihr habt's gehört. Wir klicken drauf, nehmen einen Brutkasten, Dinosaurier ausbrüten und theoretisch haben wir so viele. Müssen wir aber erst erforschen. Das mache ich dann liebend gern in ausschweifenden Streams. Wir können momentan... Wir dürfen nur den Struthiomimus. Okay. Wir können Genom modifizieren. Dafür müssen wir aber viel erkunden zuerst. Hautfarbe, also Muster, Lebenserwartung, Stärke des Herzens und. Aber wir haben jetzt noch das Null-Gen. Also... Ausbrüten für 30.000 Dollar. Die Machenschaften der Ehrgeizigen, Ausgestorbenes zum Leben erwecken, mit Naturgesetzen jonglieren. Was soll da schiefgehen? Kommen Sie, Doktor! Wir haben durch unsere Jurassic-Unternehmungen so viel erfahren und seit dem letzten Mal noch mehr in Sie investiert. Ja, Mr. Finch, ja, das letzte Mal. Es gibt immer ein letztes Mal und ein nächstes Mal. Gut, das ging schnell. Ich kann jetzt draufklicken oder einfach hier rauf. Dinosaurier freilassen. Leben. Es beginnt. Der kostbarste Moment. Das Ergebnis von unberechenbaren Aktionen und Reaktionen, Versuchen und Fehlschlägen, genetischen Mutationen und unvorhersehbaren Kombinationen. Chaos. All das ergibt am Ende ein lebendes, atmendes, denkendes Wesen. Und jetzt übernehmen wir, Sie, diesen Vorgang. Gut gemacht, schätze ich. Gut, wenn wir jetzt draufklicken, oder so, hallo? Der Hammond Stiftung geht es um drei Dinge. Sicherheit, Unterhaltung und Wissenschaft. Ich habe die verschiedenen Abteilungsleiter schon gedrängt, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Sie werden Anregungen und Gelegenheiten zur Arbeit in deren Team anbieten. Wählen Sie einen Ihrer Aufträge aus. So können Sie Ihre Anlage entwickeln. Okay, das Herzstück dieses Spiels, die Motivation, wenn man so will, dass man nicht nur Tag ein, Tag aus den Dinosauriern zuschaut, sind diese drei Hauptbereiche. Wissenschaft, Unterhaltung, Sicherheit. Die geben uns Missionen und je nach Missionsparameter, den man dann voll hat, kriegt man Aufträge bzw. Missionen. Also man muss kleine Aufträge haben und eine Mission oder umgekehrt. Und wenn man pro Insel diese drei Missionen hat, hat man am Schluss das Spiel beendet. Das ist gut, das sind mittlerweile unter anderem kleine Missionen, wie brüten Sie diesen Dinosaurier aus oder was auch immer. Dr. Dua, das ist unser neuer Verwaltungsdirektor. Ich weiß, mit wem ich es zu tun habe, Kibbot. Ich bin Dr. Dua. Ich leite unsere Wissenschaftsabteilung. Okay. Sie müssen sich einen Ruf in der Wissenschaftsabteilung machen. Das wird nicht einfach mit mir im Nacken, aber Sie schaffen das. Sie werden sich um unsere Dinosaurier kümmern und dafür sorgen, dass sie gedeihen. Gut erklärt. Aber vor allem geht es darum, dass man... Das gibt immer ein bisschen was zu freispielen, das gibt Geld und das ist ja gut. Bauen Sie und verbinden Sie ein Expeditionszentrum, versorgen Sie es mit Strom. Gut, das gehört ja auch noch zum Tutorial.
Aufträge können im Kontrollraum von den Abteilungsleitern angefordert werden. Schließen Sie sie ab und erhöhen Sie Ihren Ruf und Ihre Einnahmen, um Ihren Park zu vergrößern. Ja, leider kann ich den Dinosaurier noch nicht anklicken, das ist schade, es gehört noch zum Tutorial. Gut, ein Expeditionszentrum, um Fossilien zu bekommen. Der Park ist noch groß, aber wir haben noch nicht überall Strom und ich denke, es ist gut, wenn man das ein bisschen am Anfang hat. So, jetzt möchte ich mal schauen. Es hat nicht mal Platz hier. Verbaut, verbaut, verbaut. Dann gehen wir etwa hier hin. Drehen. Dass es noch möglichst im Stromkreis ist. Gut. Na da hat hier Terrainbeschränkungen. Das meine ich nicht Bäume, sondern und schaut, dass man den Weg ziemlich am Anfang hat. Eins noch. Ihr Ruf. Haben Sie ein Auge drauf, okay? Wenn Sie innerhalb Ihrer Abteilung einen guten Ruf haben, können Sie eher von ihr profitieren. Finanziell meine ich. Aber wie im echten Leben ist das Ganze ein Balanceakt. Jede Abteilung verlangt Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie diese nicht bekommen, nehmen Sie es schnell persönlich. Ja, ja. Ihr seht hier, den Weg haben wir schon verbunden. Das ist sehr gut. Okay, im Strombereich sind wir auch noch. Es braucht Verteilwerke. Ja, wie gesagt, es ist noch ziemlich tutoriallastig hier. Die Leute denken, dass Geld die Welt regiert. Aber das stimmt nicht. Aufträge regieren die Welt, mein Freund. Verpflichtungen und Engagement. Schließen Sie einen Auftrag ab und Ihr Ruf bei der Wissenschaftsabteilung erhöht sich. Wodurch Sie neue, komplexere und forderndere Missionen angehen können. Okay. Gut. Ich denke, somit habe ich mich einen Start gemacht. Okay. Ich habe eine interessante Gelegenheit für Sie. Durch Sie könnten wir zusammenarbeiten und Leben erschaffen. Echtes Leben. Wenn Sie Dr. Malcolm zugehört haben, wissen Sie, wie wichtig das für uns ist. Und für mich. Gut, so sieht eine Mission aus. Sie haben jetzt ziemlich schnell bekommen. Wir sollen 50% deines Genoms besorgen. Das ist der Triceratops. Gut, wir starten mal. Wir haben ja nichts zu verlieren. Kann ich jetzt den schon anklicken? Ja! Das ist unser erster. Ich wusste, dass Sie auf meiner Wellenlänge sind. Hinterfragend, voller Antrieb. Und ich wusste, Sie könnten nicht widerstehen. Also los. Das ist unser erster Dinosaurier. Zusammen können wir eine authentischere Version unseres Dinosauriers erschaffen. Dazu brauchen wir ein vollständiges Genom. Ich hoffe, Sie sind dazu bereit. Enttäuschen Sie mich nicht. Nur im Arm habe ich zu viel gelabert. Hier kann man... Ich bin Claire Deering. Ich war schon mal hier auf den Inseln. Auf Isla Nublar habe ich einige Fehler gemacht und versucht, Ihnen etwas Positives abzugewinnen. Ich glaube an unsere Arbeit hier. Sie muss nur ordentlich gemacht werden. Um das vorzuführen, hier sieht man, hat er genug Nahrung, hat er Wasser, Information mit dem Dinosaurier, wie lebt er, mit anderen zusammen und ja, den Rest kann man auch sonst anschauen. Das sollte ich euch zeigen. Ich frage mich gerade, ich glaube, der hat irgendwie kein Futter. Dann gehen wir mal in die Futterstation. Gut, die muss man übrigens auch nachfüllen. Ich glaube, der hatte Hunger. Okay, wir sollen die Triceratops-Genom besorgen. Ich kann irgendwie mit der Maus gerade nicht so viel machen. Irgendwie ist hier ein bisschen blockiert worden. Expeditionszentrum. Ein Expeditionszentrum ermöglicht es Ihnen, Grabungsteams weltweit nach neuen Dino-Fossilien suchen zu lassen. Aus diesen Fossilien kann DNA extrahiert werden, die unsere Wissenschaftler dann in lebende Dinos verwandeln. Und um die geht es hier schließlich. Gut. Wie gesagt, man braucht ein Expeditionszentrum für Fossilien. Dann kommt man auf eine Karte und dort sollte man Genomen suchen. Gut. Das kann man so machen. Vieles ist noch gesperrt. Und einige Dinosaurier gibt es nur auf einigen Kontinenten. Wir sind jetzt also die Triceratops. Jetzt Monto, Studio, Triceratops. Wir haben ein Team von dreien. Das müssen wir freischalten.
Wir haben erst 44%, wir brauchen 50. Okay, Expedition starten. Gut, ihr erstes Expeditionsteam ist unterwegs. Was immer es findet, bringt es zur Extraktion ins Fossilienzentrum. Gut, der Helikopter ist schon weg. Ich wollte euch noch zeigen, wie der wegfliegt, aber gut. Ja, meine Maus macht gerade ein bisschen Probleme. Ihr Job ist wirklich einfach. Erschaffen Sie Dinos, die Besucher in die Anlage locken. Das bringt uns Kapital, das es uns ermöglicht, mehr Forschung zu betreiben, bessere Anlagen zu bauen und mehr Dinos zu erschaffen. Und genau darum geht es. Ein ewiger Kreislauf von Leben, Entwicklung und Rohstoff. Natur und Kommerz. Ganz einfach, oder? Und mit WASD geht's auch. So, hier seht ihr das erste Gelände so. Viel mehr haben nicht. Das macht aber nichts. Gut, das erste genommen sollten wir bald besitzen. Ich gebe euch den Tipp, nehmt immer eine Ansicht, wie ihr euch das gewohnt seid. Ja, ist gut, ich brauche keine Hilfe. Wir haben einen Verlust pro Minute. Das können wir dann auch noch beheben. Wir brauchen also auch zufriedene Besucher, die im Moment auch überhaupt nicht da sind. Wir haben 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sogar. 6 Inseln. Offiziell 5. Hier starten wir. Isla Muerta wird die zweite sein. Da gibt es heftiges Wetter. Isla Sorna ist die letzte. Dort hat man sehr viel, aber muss auch viel unter Kontrolle bringen. Isla Tacono ist auch ziemlich wetterbedingt. Ach ja, und Geld. Da hat man kaum Geld am Anfang. Und Isla Bena ist sehr, sehr klein. Da muss man wirklich sehr, sehr wirtschaftlich arbeiten. Und Isla Nubla ist die Sandkasteninsel. Kein Geld, keine Forderung, keine Mission, einfach so. Gut. Wie lange dauert das noch? Man kann auch hier drauf gehen. Die haben keine Minute mehr. Okay. Gut. Sollte im Moment soweit sein. Der Helikopter kommt zurück. Den können wir nicht steuern. Nein. Sie sollten Genome aus Fossilien extrahieren, die Sie in Ihrem Fossilienzentrum gesammelt haben. Dadurch erhöht sich die Menge an brauchbaren Daten zur Erschaffung von Dinosauriern. Also. Im Fossilienzentrum können Sie DNA aus Bernstein und Fossilien extrahieren, um neue Dinosaurier-Genome zu erschaffen. Aufregend. Also wie ihr seht, wir sollen Fossilien beschaffen und hier extrahieren. Wer das 2003, glaube ich, erschienene Jurassic Park Jurassic Park Operation Genesis kennt, der wird sich in diesem Spiel heimisch fühlen. Okay, wir haben sehr viel. Wir extrahieren auch mal ab. Man kann auch verkaufen, wenn wir zu wenig Geld haben. Dann gibt es Sterne. 3 Sterne sind sehr gute Genome. Das gibt sehr wenige. Und 1 Stern ist irgendwie 1%. Also es extrahiert das DNA und hat dann 1% mehr Genom. Also ziemlich schwach. Ja, ich denke von diesem Triceratops-Genom werden wir schon was bekommen. Ich bekomme sogar Ceratosaurier. Und das ist Triceratops. Das gibt dann sicher mehr als 50%. Was ist los? Kein Geld? Oder ist schon voll? Es kann sein, dass wir schon... Okay, dann verkaufen wir. Ja. Und das ist auch. Kann ich hier nah vorhanden? Nur Abfall, böse gesagt. Gut. So weit, so gut. Ich denke, es eignet sich sehr gut für den Stream. Ich möchte hier auch gar nicht so lange machen. Also ich finde es wirklich sehr, sehr... detailreich gemacht, oder? Es sieht wirklich saugut aus, finde ich. Man muss dann Parkmanager, man hat am Anfang nicht mal so viel Zeit für die Dinosaurier zu beobachten. Man kann zwar, aber man hat nicht mal so viel Zeit, weil man sich, also ich habe mich wirklich gefühlt 2 Wochen lang hier beschäftigt und Mission abgeschlossen. Und da ich dachte, ja, jetzt möchte ich ein bisschen Sandkassenmodus und so, volle Rang und Challenges und alles, dachte mir, nee, das spart mir für den Stream auf. Erstmal machen wir dann hier stundenlang, oder ich mache stundenlang, wenn ihr nicht dabei sein wollt,
ihr Management. Und ich kann nur sagen, es macht süchtig, wenn man Fan ist. Wie gesagt, außer Siedler und Jurassic Park habe ich noch nicht viele Simulationen gespielt. Naja. Gut, das sollte hier eigentlich bald mal gut sein, oder? Ja, ja, ja. Ja, es dauert einfach seine Zeit. Man muss viel warten. Wenn ihr seht, wir haben hier auch Belohnungen. Man kann Aufträge erhalten, je nachdem, womit man dann will. Und wenn man genügend hat, wie ihr hier seht, bekommt man Missionen. Die erste Mission haben wir schon fast geschenkt bekommen von der fiktiven Person. Man kann dann auch auf die Datenbank zugreifen, zum Beispiel das Archiv. Charaktere sind sehr interessant. Claire Dering aus dem Film. Ist der DNA, kennt man vielleicht auch. Die neue Figur aus dem Spiel, Kajal, der ist auch neu. Und es gibt hier wirklich viele, 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 viele. Dr. Ian Malcolm. Ich glaube es sogar die Synchronisation aus den Filmen. Was ich sehr schätze. Gut. Und es sieht auch gut aus. Ich habe auf höchste Detailstufe und alles. Wenn ich so streame, kann ich das dann ohne OBS machen, ohne Fraps machen. Ich denke, das wird dann auch ein bisschen gut geschrieben. So, haben wir jetzt den Genom? Möchte ich euch jetzt mal schauen. Wir haben noch gar nichts. Ich darf noch gar nichts. Doch, wir haben. Haben wir noch keine 50%. Komm schon. Und sonst haben wir auch viele Gebäude. Wir haben ein Akkuzentrum, wir haben Rangerstationen, die sind für Krankheiten und Reparaturen, die, um die Tiere zu betäuben und ja, transportieren. Es gibt wirklich sehr viel zu tun. Im positiven Sinne. Für Gäste gibt es Schutzräume, Hotels und und. Dieser neue Auftrag wurde praktisch für eine Person mit ihren Talenten gemacht. Ja, eine Beobachtungsgalerie. Mehr Gebäude führen zu mehr Möglichkeiten. Schlagen Sie zu. Ja, machen wir doch. Eine Beobachtungsgalerie, das gibt unter Betriebs... Nee, Gehege. Nach unten scrollen, eine Beobachtungsgalerie. Gut, möglichst. Hier würde ich mal behaupten. Oder hier. Ja, besser. Gut. Ja, es wird gebaut. Ich denke, wir können hier schon einen Weg machen. Wir machen große Fortschritte. Ich stehe möglicherweise an der Schwelle zu einem Wunder. Und ich stehe hier nicht zuletzt wegen Ihres Beitrags. Okay. Jetzt müssen wir unseren Dino ausbrüten, schlüpfen lassen und aufziehen. Dann wissen wir, ob wir für unsere Mühen belohnt werden. Gut. Wie ihr seht, unser Park ist noch nicht so voll. Ich finde es auch schön, dass hier gebaut wird, mit Hebebühne und alles. Wer vom Bau kommt, wird sich da ein bisschen auskennen. Gut. Strom haben wir. Einen Weg haben wir auch gemacht. Studiumimus fühlt sich wohl. Das sieht man hier. 100% Gesundheit, 100% Geborgenheit. Was das jetzt gerade war, weiß ich auch nicht. Jetzt können... Ja. Dinosaurier-Sichtbarkeit. Ist gut, tschüss. Ihre Gäste möchten ihre Dinos aus nächster Nähe bewundern. Das geht aber nicht. Bauen Sie Anlagen, um die Sichtbarkeit zu verbessern. Und sorgen Sie dafür, dass die Gäste auf der richtigen Seite des Sicherheitsglases stehen. Ja, wie gesagt, Dinosaurier-Sichtbarkeit mit Sphären, mit Aussichtspunkten. Das gibt gute Bewertungen für den Park. Man kann die Anzeige auswählen und dann sieht man, wenn ich gerade so bocken würde, der frisst. Ja, doch schön. Aber unnötig, weil wir es eh alles sehen. Gut, das nächste wird der Triceratops sein. Und das seht ihr dann im Stream. Ich hoffe bald. Gut. Also, wir sehen es im Stream. Tschüss.